Ja, wir haben eine Menge eingekauft auf Vorrat. Wir haben das hier gekauft. Das sind so, ja, wie Semmelbrösel praktisch für in die Suppe hinein. Das ist Weizen. Dann den Seetang für Nabel zum Beispiel oder eben halt um salzhaltiges Wasser zu kochen. Dann so Süßigkeiten, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Sind verschiedene Süßigkeiten. Dann natürlich eine Hello Kitty Decke. Die durfte nicht dort bleiben, die musste mit. Wie viel die jetzt gekostet hat, weiß ich gar nicht. Ah doch, hier 6,50. Dann sind das hier so Beilagen zum in Reis reinmischen. Verschiedene Sachen, wie man hier sieht, Pilze, Ingwer, sonstiges. Dann Tofu-Miso-Suppe. Nochmal mitgenommen. Dann für na, wie heißt das jetzt nochmal? Tempura? Zum Frittieren. Oh Gott. Dann Sojasauce. Dann Ravioli. Kokosmilch und Erdbeerfanta. Dann hat die Christine sich das hier mitgenommen für ihr Bento. Dann haben wir hier rohe oder ja, frische Ramen. Dann hier so, das war Pflaumengeschmack für den Reis. Dann hier fürs Bento, da kann man den Reis dann hier einpacken. Als Kügelchen, das ist schon eine weiße Folie. Dann hier Powder für die, nicht die Pfannkuchen. Ja. Hotcake Mix jetzt. Dann habe ich hier auch Kartoffelstärke und so mal mitgenommen. Ja. Werde ich ins Fleisch reintun oder panieren mit. Dann hier so, ja, Chips oder Kekse oder so mit Bohnen. Sind auch mal gespannt. Dann habe ich mir natürlich Tofu gekauft. Noch zwei Reisschälchen. Fische drauf. Und natürlich einen ganzen Sack Reis. Oh, der ist schwer. Das war's, Gianni. Dann habe ich das hier noch vergessen zu zeigen. Das sind die Tofu-Täschchen, wo man auch mit Reis füllt.